Also ich bin der Meinung, dass es keine großen Knöpfe und Sehhilfen sind, sondern dass es einfach Technologie ist, die dem Menschen mehr Beweglichkeit, mehr Unabhängigkeit, aber auch mehr Individualität im Alter gibt. Und dass dieses umsetzbar ist. Allerdings brauchen wir hierzu gesamtheitliche Lösungen. Das fängt also von der Wohnung, von der Wohnumgebung, der Infrastruktur, der Einrichtung und den technischen Hilfen ab. Wie wichtig ist Technik im Alltag eines jeden Menschen, aber auch im Besonderen bei älteren Menschen? Ja, also wir nutzen die Technik ja doch heute schon sehr intensiv. Ich gehöre ja auch schon zur angesilberten Gesellschaft. Zur Kommunikation, um arbeitend im persönlichen Bereich, im familiären Bereich, aber auch im Büro, im Berufsbereich ausführen zu können. Es betrifft Kommunikation, es betrifft Lokomotion, also die Bewegung und auf der anderen Seite natürlich auch Manipulation und dann Ausführung von hochperformanten Diensten. Das heißt einerseits die Hilfe, die einem noch viele Dinge ermöglicht, die vielleicht ansonsten nicht mehr möglich sind, aber auch vielleicht die Stimulation, noch mal rauszugehen, neue Dinge zu erfahren? Ich denke, die alten Menschen haben Anspruch darauf, diesen Dingen nachzugehen. Das heißt also, hier ist schon die Frage, wie kann Individualität, wie kann Kommunikation nach außen umgesetzt werden, wie kann vor allem das soziale Umfeld gestaltet werden, sodass die Menschen ihren Bedürfnissen nachkommen können.